Liebe Zuhörende und liebe Zusehende, ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zum Gottesdienst aus der Bonifatiuskirche zum dritten Advent. Der Wochenspruch zum heutigen Sonntag markiert unser Thema. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Wir sind beieinander im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott, du kommst und du willst bei uns wohnen in dieser Welt. Noch stecken wir mitten in unseren Vorbereitungen. Vieles ist noch nicht fertig. Aber davon wirst du's nicht abhängig machen, ob du kommst. Manchen kommst du ungelegen, denn du bist auch ein unbequemer Gast. Du stellst Gewohntes auf den Kopf, du stellst uns in Frage. Manche können es kaum erwarten, wie die Kinder. Sie zählen die Tage, sie sind voller Spannung. Und über allem, in allem, trotz allem, diese Vorfreude. Wir bitten dich, lass dich diese Vorfreude ausbreiten, unwiderstehlich, stark, hier in diesem Videogottesdienst und in unserer Welt. Amen. Liebe Zuhörende und liebe Zusehende, ein Mann aus Syrien kommt auf seinen deutschen Freund zu. Völlig außer sich vor Begeisterung streckt er ihm seinen Ausweis entgegen. Der ist ganz neu. Ich habe einen deutschen Ausweis. Ich kann es gar nicht glauben, sagt er. Alle Angst hat ein Ende. Seine Augen strahlen vor Zufriedenheit. Endlich geschafft, was für eine Erleichterung. Und der Freund sagt später, ich habe schon lange nicht mehr erlebt, wie sich jemand so gefreut hat. Für uns ist es selbstverständlich, ein Bürger, eine Bürgerin dieses Landes zu sein. Wir leben in einem demokratischen Land mit funktionierendem Rechtssystem. Das gibt uns Sicherheit und Freiheit. Wir können unsere Meinung sagen und wir können, jedenfalls verglichen mit vielen, vielen anderen Ländern, hier gut leben. Einen Ausweis zu besorgen, ist eher eine lästige Angelegenheit, finden Sie nicht auch? Niemals würde ich im Einwohnermeldeamt das Bedürfnis verspüren, einen Freudentanz aufzuführen. Sie wahrscheinlich auch nicht, oder? Für jemanden aber, der aus Syrien vor dem Krieg geflohen ist, bedeutet diese Karte ein Leben mit Zukunft. Ein deutscher Ausweis ist Verheißung und Ziel für alles, wofür man so viel zurückgelassen und so hart gekämpft hat.
diese Karte in den Händen zu halten, mit dem eigenen Bild und mit dem eigenen Namen, da fließen Freudentränen. Wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal so richtig gefreut? Erinnern Sie sich noch, wie sich das anfühlt? Man möchte am liebsten die ganze Welt umarmen. Die Freude erfüllt den ganzen Körper. Sie will raus, will sich ausdrücken, mitteilen. Die Energie der Freude setzt Schaffenskraft frei. Und sie überträgt sich auf andere, lässt sie mitfreuen. Ja, Freude verändert. Wahrscheinlich ist sie genau dort am größten, wo Menschen auch den Mangel des Lebens kennen. Das Lukas-Evangelium erzählt uns von so einer Erfahrung. Da hören wir, Maria ist schwanger unter ganz seltsamen Umständen. So ganz glücklich, jetzt schon Mutter zu werden, wird sie mit 15, 16, 17 Jahren nicht gewesen sein. Engel und Gottes Verheißung wieder daher. Sie macht sich auf den Weg, um ihre Verwandte Elisabeth zu besuchen. Auch die ist schwanger. Die Umstände sind nicht weniger seltsam. So viele Jahre hatten sie und ihr Mann sich ein Kind gewünscht. Jetzt sind sie alt. Eigentlich hat es niemand mehr für möglich gehalten. Doch sie werden tatsächlich ein Kind bekommen. Zwei Frauen begegnen sich zwischen Sorge und Zuversicht, zwischen Verzweiflung und Freude. Das verbindet. Wir hören von ihrer Begegnung. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt, was der Herr versprochen hat, geht in Erfüllung. Gott segne sein Wort an uns allen. Liebe Zuhörende und liebe Zusehende, das Kind im Bauch Elisabeths bewegt sich. Ja, sie spürt, es springt vor Freude. Und Elisabeth merkt plötzlich die Verbindung der beiden Kinder. Sie begreift, was hier geschieht. Elisabeth sieht mehr. Sie sieht weiter. Jetzt ist die Zeit, in der Verheißungen in Erfüllung gehen. Gott hat auch auf sie geschaut. Ja, es wird sich etwas verändern. Und diese Veränderung hängt mit dem Kind, das in Marias Bauch wächst, zusammen. Dieses Kind ist ein Gotteskind. Kinder können das, Freude zeigen. Und alle freuen sich mit, wenn ein Kind voller Freude herumwirbelt, hüpft, springt und strahlt. Da spielt es auf einmal gar keine Rolle mehr, wie die Welt außen herum ist. Wenn ein Kind sich freut, dann reicht das, um zu spüren, was wichtig ist. Und auch Maria spürt diese Freude im Gruß von Elisabeth. Und sie findet Worte, die weit über ihre eigenen Erfahrungen hinausreichen. Was die Botschaft ihres Sohnes bewirken wird, all das fasst sie in einem großen Lobgesang zusammen. Das Magnificat erzählt von der großen Veränderung der Umstände, die die beiden Frauen bereits mit ihren Kindern im Bauch spüren. Ich lobe meinen Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort.
Die Freude Marias bricht aus in ein großes Loblied. Sie fängt an, neu zu säen. Sie sieht, was verheißen ist. Sie ist ein Teil dieser Verheißung für eine Welt, in der Gerechtigkeit und Friede sich küssen sollen. Sie glaubt an eine Welt, in der genug für alle da ist, in der die bestehenden Machtverhältnisse sich verändern können. Sie glaubt an eine Welt, in der die im Mittelpunkt stehen, die sonst wenig zu sagen haben und tagtäglich ums Überleben kämpfen. Ein großartiger Moment. Die Geschichte Jesu beginnt mit einer Freude, die ansteckt, einer Freude, die bewegt. Sie beginnt mit einer Freude, die zwei schwangere Frauen über sich hinaus wachsen lässt, die Geschichte Jesu. Dabei ist das, was da geschieht, ganz alltäglich. Überall in der Welt begegnen sich Menschen, sind Frauen schwanger, bewegt sich werdendes Leben im Leib einer Schwangeren. Wir kennen Zeiten und wir sind mittendrin, die völlig unangebracht erscheinen, um in Freudenjubel auszubrechen. Da kommen wir her. Das war bei Maria und Elisabeth auch nicht anders. Die Römer hielten das Land besiegt, führten sich auf wie die großen Herren. Die Israeliten wurden unterdrückt, viele litten bittere Not. Mit der Freude jedoch bricht etwas von Gottes Wirklichkeit in das Leben der beiden Frauen hinein. Das ist die Freude, mit der der Engel den Hirten die Geburt des Heilands verkündigt. Das ist die Freude, die uns heute noch einstimmen lässt in das Lob Gottes, trotz allem, was wir an schwierigen und unsicheren Zeiten erleben. Die Freude, sie ist eine Gotteskraft und sie lässt sich durch nichts, aber auch gar nichts klein machen. Wenn die Freude eine Farbe hätte, welche würden Sie ihr dann geben? Ich stelle sie mir vor wie ein leuchtendes Gelb, warm, wie Sommer, Sonne und Licht. Die Künstlerin, die die Lichttüte für den heutigen Sonntag gestaltet hat, sie hat das Gelb in verschiedenen Schattierungen und Formen auf die Lichttüte gemalt. Zu ahnen ist ein Farbwirbel. Eine Gestalt, sie richtet sich auf, streckt sich dem Himmel entgegen. Eine Geste der Freude. Wir bereiten uns in diesen Tagen auf Weihnachten vor, dem großen Fest der Freude. Die Geschichte des Besuchs von Maria bei Elisabeth erzählt von unerwarteter Freude. Wir brauchen solche Geschichten der Freude. Von dem Engel und den einfachen Hirten im Stall, die den Messias als Erste begrüßen. Von 5 Broten und 2 Fischen, die alle satt machen. Von Heil werden und versöhnen. Von Menschen, die über sich selbst hinauswachsen. Von Kindern, die sich unbeschwert und ausgelassen freuen können. Lassen wir uns von solcher Freude anstecken und bewegen. Amen. Wir beten. Ewiger Gott, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Das Dunkel weicht, Licht erstrahlt. Bewege du mich, löse mich
aus allen Erstarrungen. Veränderung liegt in der Luft. Ich warte, dass du kommst. In einem Kind, das die Welt neu macht. Du stürzt die Machthaber vom Thron und hebst die Unbedeutenden empor. Du füllst den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickst die Reichen mit leeren Händen fort. Und wir sind Teil deiner Geschichte. Erfülle uns mit deinem Geist durch deinen Sohn Jesus Christus. Ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Zuhörende und liebe Zusehende, ich wünsche euch und Ihnen von ganzem Herzen einen gesegneten und freudvollen 4. Advent. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.